Was sind eigentlich Definitionen in der Wissenschaft in 45 Sekunden? Also Wissenschaften arbeiten immer mit in Sprache gefasster Realität. Das heißt, diese Aussagen über Realität... Ich glaube, das ist für die Zuschauer ein bisschen zu schwammig. Könntest du das noch klarer formulieren? Guter Punkt. Eine gute Definition ist immer sehr klar eigentlich. Und es gibt vier Eigenschaften, die Definitionen ausmachen. Erstens sind Definitionen eindeutig formuliert. Zweitens sind Definitionen fachspezifisch. Und je nachdem, ob ihr Mathematik oder Germanistik studiert, habt ihr vielleicht ein ganz unterschiedliches Verständnis davon, was eine Definition sein kann. Genau, und darüber hinaus gibt es drittens auch noch die Zweckmäßigkeit einer Definition und die Konsistenz. Das heißt, dass innerhalb der Arbeit immer die Definition einheitlich verwendet wird. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen klarer geworden.